Das ist alles nicht ohne. Ja, glaube ich also, dir. Also, das ist halt bodenlos. Ja, wir haben es ja letztens erst, oder ich habe es erst am... Boah, ich weiß gar nicht, wann das war, gestern oder vorgestern. Da hat Günni mich nämlich auch gefragt, wegen so ein Paintjob-Pack. Wo alle LKWs dann die gleichen Packs haben, Repaints etc. Mhm. Und Hauptsache so, also nur von so einem Pack her. Und da habe ich gesagt, boah, also da bin ich, an dem Punkt bin ich auch noch nicht angekommen. Aber ich konnte, also ich habe auch schon bei ihm dann gemerkt, dass es auch so sehr anspruchsvoll ist. Ne? Also lieber, also wenn ich, wenn, also ich mache es halt selber gern. Ne? Also es ist einfach so, aber so ein Pack mal zu erstellen, ja. Es ist nicht einfach, also. Es wird Spaß machen, aber dafür brauchst du auch, sag mal, was ich mir halt öfters gönne, vorher einfach ein paar Wochen Ruhe. Ne? Also wo ich auch wirklich mal gar nichts machen kann. Wo ich sage, okay, ich gucke mir jetzt erstmal am einen Tag die Videos an, den theoretischen Kram und dann im Stream vielleicht einen, dann ein bisschen mehr, das praktische Teil anzuwenden. Und dann also, was halt das Problem auch einfach ist, du musst dir vieles selber beibringen. Das ist so. Ja, das stimmt. Auf dem Trip bin ich wirklich. Auch gerade was mit dem Rettungshubschrauber ist. Wenn du dir das selber beibringst und du weißt nicht, und jetzt kommt das Wichtigste, und du weißt nicht weiter, ja, dann kannst du eben andere fragen, die dir vielleicht ein paar Tipps geben. So wie dann gerade eben der Hessenzander wegen Tandem und Gliederzug. Ja. Ich habe da oben immer auch so einen Sprung in der Schüssel, dass ich das da... Was halt einfach mit der Zeit bitter aufstößt, ist halt einfach de facto, gerade wenn du in der GTA-Szene was machst, du wirst, sag ich jetzt mal, ich muss das halt so sagen, aber wenn es mir jetzt leid tut, du wirst so oft verarscht in der Szene, es ist bodenlos. Mhm. Das ist einfach so. Du wirst so oft auf den Deckel genommen und so oft hops genommen, das ist nicht normal. Nein, also, ich war ja jetzt eine Zeit lang Chief of Police auf einem anderen Server. Ja. Der Server hat vor ein paar Tagen zugemacht. Ach du Scheiße. Weil der Server-Owner sämtliche Spieler hops genommen hat, ne? Und das Team auch. Und an der Nase herumgeführt hat. Ja. Und dann ist der Server mal eben innerhalb von einer Stunde komplett hops gegangen. Also, das sind halt solche Kleinigkeiten, weißt du? Mhm. Die sind halt einfach bodenlos. Ich merke gerade, wenn OBS im Vordergrund läuft, ne, und die Aufnahme, die ruckelt dann so komisch. Es ist, weil ich weiß, dass es gab ein Update bei dem OBS Studio, aber das so extrem hätte ich jetzt eigentlich nicht gedacht, ey. Sogar das neue Windows-Update in der Zone, glaube ich, kann man ganz im PC zurückstellen. Ja, du hast ja Windows 11, ne? Naja, ich habe mittlerweile, warte mal, Windows... Wo sind denn hier meine Infos? Windows 11 Pro habe ich mittlerweile. Okay, ja. Ich muss meinen Rechner immer zweimal neu starten, weil wenn ich ihn einmal hochfahre, lädt er meine Taskleiste nicht, dann muss ich ihn wieder runterfahren. Mhm. Nochmal wieder neu hochfahren, dann hat er die geladen. Bei mir kackt im Moment alles ab. Okay. Also ich muss sagen, dass ich das Problem mit ein paar Einstellungen auf jeden Fall nicht habe, weil ich mir da ein bisschen Vorsicht walten lasse. Also wie gesagt, ich habe ja auch vorhin erwähnt, ein paar Änderungen wird es geben. Aber das ist einfach nur um ein bisschen den Anschluss an wie nennt man es? Anschluss um ein bisschen flexibler einfach das Ganze hier zu gestalten, dass es ein bisschen nahtlosen Übergang geht. Vor allem gerade mal dieses, ich drücke eine Taste und dann kommt einfach mal hier die Seite von Truckers Book, wo wir drin sind, wenn ihr vielleicht noch Lust habt mitzufahren.
in die Spedition, dann könnt ihr auch gerne mit Ausrufezeichen NTG oder WOT, dann findet ihr alles. Es geht einfach nur ums Fahren. Wir haben zwar ein Ziel, 5000 Kilometer im Monat, ne? Die kriegt man schnell zusammen, wenn er so ein Chaot hat wie mich, aber es geht einfach nur um den Spaßfaktor. Oder als Subunternehmer seid ihr auch gerne drin. Wir haben auch eine eigene WhatsApp-Gruppe. Auch wenn da gerade nicht viel mit drin ist, aber ja. Wir kommen so nach und nach. So. Muss ich links? Ja, ich muss links. Hoppala. Böse, böse. Ja, weißt du, es gibt einfach so Szenen, da solltest du echt dich nicht auf andere verlassen. Das ist so. Also. Also. Wenn es um Rückmeldungen geht, sagen wir jetzt mal wie Simracing etc., da bin ich gern ein offenes Ohr, habe ich gern ein offenes Ohr dafür. Aber gerade wenn es dann so an einem Punkt geht, wo du dann sagst, ey, du fährst jetzt gerade mal, du setzt es um oder du streamst quasi gerade gar nicht, aber du bist halt erstmal nur am Umsetzen, also das Praktische, ja. Das, was dir zurückgemeldet wurde, statt dieses Theorie und hast nicht gesehen, dann braucht es halt so seine Zeit. Ich meine, man hat es gesehen, dass ich gut fahren kann oder dass ich mich gebessert habe, aber ich bin noch lange nicht an meinem Ziel, wo ich sagen kann, okay. Deswegen jede Woche eine andere Strecke. Ja. Und wenn du halt 1-2 Jährchen halt brauchst oder 3 Jahre halt brauchst, dann ist das so. Jeder ist halt ein bisschen anders. Aber du musst dich halt schon selber drum kümmern. Das ist halt schon... Aber wenn du es selber nicht machst, bist du halt auch selber schuld. Genau. In dem Fall. So. Wir haben nämlich auch gleich Kiel erreicht. Das ist nämlich auch schön. Weil die Aufnahme jetzt hier ist jetzt auch schon fast wieder eine Stunde lang geworden. Krankenkollege, kannst du rausfahren? Es gibt noch nicht wirklich Mods irgendwie für den E-Solaris. Also, da muss man ein bisschen warten. Ach. Das, was ich heute Morgen wieder an Updates bekommen habe oder gesehen habe, was ich noch nebenbei am Zocken bin, mit Evil Dynasty gab es heute Morgen, auch mit Evil Dynasty gab es noch was. Ne, Sengoku Dynasty, dann noch für den paar Mehrspieler-Modus, wo da noch drin waren, die ein Update bekommen habt, also. Das ist bodenlos, ehrlich. Also ich konnte irgendwie einen Tag gar nichts spielen, weil meine ganze Steam-Bibliothek voll mit Updates war. Genau. Na, aber sagen wir so, ich habe für Juli auf jeden Fall was vor. Das wird, da brauche ich halt Vorlaufzeit. Es sind halt erstmal nur ein paar Es wird ein Spiel sein, was ich halt nur aufnehmen werde, aber es ist von der Story... Es ist was Tolles, kann ich nur sagen. Das Spiel ist schon etwas älter, aber es wird schon was Tolles sein. So. Aber jetzt mal noch zum anderen Thema, und zwar werde mal Samstag, Sonntag ja, allgemein mal gucken, wie ich da so am Zeit und Lust habe zum Streamen, so wie heute. Eigentlich ist es noch trockenes Wetter draußen, aber wir waren heute Morgen schon mit einer leichten, nassen Brise am Spazieren. Also, da war jetzt halt eher der Zufall. Danke, Schatz, für meinen Wecker auszumachen. Also bei uns hat es in einer leichten Brise geschneit heute. Eine halbe Stunde. Und warum... Ah, Schnee. Ja, ist doch was, ist doch was Schönes. Auf einen Monat. Da habe ich mir halt auch schon wieder so gedacht, ich kann ja nicht dein Ernst sein jetzt hier. So, mal gerade mal auf der Karte gucken. Geradeaus, jawohl.
Bleiben wir auf der Strecke. Also ich freue mich auf jeden Fall auf dieses Update 1.50, was kommt. Ich freue mich auf die Erweiterung auf Griechenland, was kommt. Was ist das denn hier? Du Heilige. Aber auch von diesen, ja... Sogar diesen Renault Elektro. Naja, also... Wenn er rauskommt, schauen wir uns mal an. Maximus hat schon in der Woche schon was gesagt, ob er das als normales Tanken ansieht oder als... Naja, wie soll ich sagen? Was für ein Renault Elektro? Ne, bei... Habe ich mir jetzt verpasst. Dann gehe ich mal bei SCS auf deine Seite, die... Auf gar keinen Fall. Weil bei irgendwelchen Renault-Händlern siehst du schon so einen verborgenen Trag. Und ich denke mal, im April oder nach Ostern, dann kommt irgendwas. Aber, ja, was soll ich sonst sagen? Also, ich sag dir ja ehrlich, ich bin ja nicht so der Fan von E-Fahrzeugen. Ist der nicht ein Renault-Händler? Nee, ne? Nee, was ist... Ach, das ist Ikea. Oh Gott. Ich bin da ja nicht so der Fan von. Die haben halt in meinen Augen so gerade im Frachtverkehr und im Personenverkehr finde ich jetzt nicht irgendwie nichts zu suchen so. Okay. Weil einfach überleg mal, welche Strecken im Frachtverkehr zurückgelegt werden. So. Also du kannst im Nahverkehrbereich kannst du bei den Iveco sowieso nichts, Iveco oder Renault kannst du sowieso nichts sagen. Sind sie einfach top. Nahverkehr, keine Ahnung. Also. Ich merke es halt nur bei uns in Hockenheim, dass da öfters halt was ist, ne? Und dass da auch sehr viel im Nahverkehr, was Transport ist, gefahren wird. Und ich finde es einfach mega, ne? Also da unterstütze ich die auf jeden Fall. Ich bin da halt so ein bisschen so zielgespalten. Also auch bei den Linienbussen so mit E-Mobilität und alles. Ich sag dir ehrlich, so wie Mercedes den neuen E-Citaro designt hat, sieht der von vorne einfach nur ja aus dem Fui und in Hui. So, ne? Oh gut, jeder hat also so seine Geschmäcker. Die Front, die gefällt mir einfach nicht. Also ich finde die halt einfach hässlich. So, es ist halt... Ja, jeder hat halt ja. So seine Geschmäcker. Also, klar, ich meine, der neue Renault, das aussieht wie so ein Biest, wo damals rausgekommen ist, hey, super geil, haben sie echt was Gutes gemacht. Aber, als ich vor 12 Jahren das erste Mal ETS gefahren bin, bin ich Ständer gefahren. Bin ich wirklich den Renault da gefahren? Ich wollte mal einfach ausprobieren. Ich war neugierig. Und ich muss sagen, ja. Also ich sag, also ja, weiß ich auch nicht. Also E-Mobilität, ja, okay, dass es immer mit den Jahren kommt, ist halt klar. Aber wie gesagt, ich bin da halt so, ja, also ich bin da halt nicht so der Fan von, sag ich dir ehrlich. Beim neuen E-Solaris, okay, da kann ich da tatsächlich noch drüber hinwegschauen, weil schon allein wegen dem Dashboard. Weil man da halt auch einfach sieht, was wirklich möglich ist. So, welcher Bus verfügt über Touch-Displays? Als Armaturenbrett. Ich glaube, da ist Solaris tatsächlich der erste Hersteller, der das so macht. Ja, das hat so eine... Hat ja auch so was Tolles. Also das hat halt... Das ist mal was anderes so. Ja, aber als... Ich würde den halt als Dieselbus mit dem Dashboard auch total geil finden. Sag ich dir ehrlich. Weil... einfach glauben, dass es, also es sind beide Seiten sehr geil. Also die Seite als E-Variante
und die Seite als diese Busvariante. Ja, also ich glaube, das kann beides sehr geil aussehen mit dem neuen Dash. Ich bin da halt echt auch mal gespannt, wann da irgendwie auch mal so noch ein Solo erscheinen wird. Weißt du, was ich mal letztens im Stream angeguckt habe? Nee. Den C2-Stell, das Addon. Ja. Ich hab's mir wirklich mal angeguckt. Ich fand jetzt da eigentlich kein. Also ich weiß ja, das Addon. Oder das Freeware-Add, das für die. Naja. Ich habe mir beides angeguckt, auch nochmal nach dem Stream. Aber Fazit ist, Bus ist Bus. Ja. Also, ich war zwiegespalten. Ich war wirklich zwiegespalten. Also ich habe mir tatsächlich mal die Mühe gemacht, ich habe mir das Addon ja geholt damals, als das rausgekommen ist. Und habe mir die kostenlose Version von MX200 angeguckt. Und habe mir die kostenpflichtige Version davon angeguckt. Und ich sag dir ganz ehrlich, die kostenpflichtige Version davon, die ist vom Außendesign her meiner Meinung nach so gar nicht gelungen. Ja, ist ja so. Na gut, Leute, an der Stelle machen wir auf jeden Fall einen Cut. Ja, erstmal für die Folge. Danke fürs Zusehen. Justin, auch danke, dass du dabei warst. Und dann sehen wir uns dann auch schon in der nächsten Folge, wenn es dann wieder heißt, von Kiel aus Richtung ja, fahren mit der NTG. Bis zum nächsten Mal, euer Bartalo. Ciao, ciao.